Leute, wir müssen reden. Ich meine, es ist wirklich wunderbar und erfreulich zu sehen, dass endlich Menschen in Deutschland begriffen haben, dass Demokratie nicht selbstverständlich ist, dass sich die AfD und andere rechte Gruppierungen schon seit Jahren radikalisieren, aber nicht nur die, und dass sie eine große Gefahr für viele Teile der deutschen Gesellschaft sind und für die Demokratie und damit auch natürlich auch für den deutschen Staat. Zwei Sachen gibt es, die ich aber nicht verstehe, und die sehr, sehr viele Menschen aus der jüdischen Community extrem aufregen. Die erste Sache. Wenn ihr mit all euren tollen Plakaten, mit nie wieder etc. und Verantwortung übernehmen und gegen Rechtsextremismus und gegen die AfD, was ja an sich super ist, durch die Straßen von Deutschland spaziert und demonstriert, wo wart ihr eigentlich all die Jahre, wo antisemitische Straftaten immer weiter zugenommen haben? Wo wart ihr nach dem 7. Oktober, als das größte Massaker an Jüdinnen und Juden seit dem Holocaust verübt wurde, durch eine Terrororganisation und die antisemitischen Straftaten in Deutschland einfach explodiert sind? Und das, obwohl Jüdinnen und Juden in Deutschland nicht mal die meisten, nicht mal erkennbar sind, sind schon die Straftaten explodiert. Wo wart ihr da? Da waren nicht so wahnsinnig viele auf der Straße. Wo ist das? Wo ist dieses nie wieder? Nicht nur auf Plakaten, sondern in Taten. So, und das Zweite ist, was mich extrem wundert, ist, wenn das eine, nicht eine, sondern Demonstration in verschiedenen Städten gegen Extremismus ist und für Demokratie und für demokratische Werte, warum werden auf diesen Demos Extremisten akzeptiert, die antisemitische Plakate und antisemitische Slogans von sich geben, mit antisemitischen Plakaten rumlaufen, wie zum Beispiel Zionismus ist gleich rechts, Zionismus ist gleich Rassismus oder Faschismus etc. Wo sich in einigen Städten jüdische Menschen, die dort mit demonstriert haben, aufgrund dieses Antisemitismus dann von der Demo weggehen. Ich dachte, es geht bei diesen Demos darum, Minderheiten zu schützen und nie wieder. Aber wenn es sich dann gegen Jüdinnen und Juden richtet, dann ist das okay. Also, das ist auf jeden Fall etwas, was wirklich absolut unverständlich ist. In ein paar Tagen ist ja der 27. Januar, der internationale Holocaust-Gedenktag. Der wird überall gefeiert, nicht in Israel. In Israel gibt es ein anderes Datum für den Holocaust-Gedenktag. Ein paar Tage noch, bis ganz, ganz viele von euch We Remember und nie wieder posten werden. Wagt es nicht, das zu posten, wenn ihr euch nicht gegen Antisemitismus vor dem 7. Oktober und beziehungsweise seit dem 7. Oktober eingesetzt habt. Accounts von jüdischen Menschen in Deutschland, die ich euch sehr, sehr ans Herz lege, sind die von Anna, Hanna, Noah und Shelly. Es gibt natürlich viele, viele mehr, aber schaut euch bitte bei denen unbedingt in die Accounts, in die Stories. Die posten gerade jetzt über die Problematik der sogenannten Pro-Demokratie-Demonstration in Deutschland. Und noch ganz kurz zur Ergänzung. Ich sage sogenannte Demokratie, Pro-Demokratie-Demos, nicht weil der Gedanke an sich falsch ist. Der Gedanke ist wunderbar. Es ist super wichtig, sich gegen die AfD auszusprechen, gegen Extremismus, gegen Rechtsextremismus, gegen andere Formen von Extremismus. Aber wenn bei Demos eine Gruppe von Minderheiten ausgeschlossen ist oder sich nicht wohlfühlt und gegen diese Gruppe
gehetzt wird auf diesen Demos, dann sind das, es tut mir leid, aber keine richtigen Pro-Demokratie-Demos.